Hier wird eine Funktion definiert, Umrechnung, die eine Dezimalzahl umrechnet in ein Zahlenwertsystem zwischen 2 und 10. Ansonsten wird ein Fehler geliefert. Diese Umrechnung erfolgt genauso, wie wir das gerade bei der Umrechnung von Dezimalzahlen nach Dualzahlen gesehen haben. Nur, dass jetzt hier durch System dividiert wird und Modulo System berechnet wird. Das schauen wir uns auch mal an. Das ist hier das Programm in Eclipse. Führen wir mal aus. Ich gebe jetzt wieder die Dezimalzahl an, 13, und sage jetzt das System 2, das ist das, was wir gerade gehabt haben. Dann wird hier Modulo 2 berechnet. Hier wird Umrechnung aufgerufen mit Zahl und System. Das heißt, wenn ich hier eine 2 eingebe, wird hier 2 übergeben. Das heißt, an dieser Stelle kann man sich eine 2 vorstellen. Ja, und das ergibt genau das, was wir gerade hatten, 1, 0, 1, 0. Wenn ich jetzt aber 13 umrechnen möchte, beispielsweise ins Oktalsystem, dann ergibt das 15. Jetzt wird hier Umrechnung aufgerufen mit 13 und 8. An dieser Stelle wird also Modulo 8 gerechnet und hier dividiert durch 8. Ja, und 13 im Dezimalsystem ist im Oktalsystem 15, nämlich einmal 8 plus 5. Ich führe es nochmal aus, Dezimalzahl 29, auch wieder im Achtersystem, ist 3,5, nämlich hier. Man kann es halt auch lesen als 35. Dieses Beispiel hatten wir in einer vorhergehenden Unterrichtseinheit, als wir uns mal mit Literalen beschäftigt haben für den Datentyp Int.